17 Uhr Nachrichten in Sat 1. Guten Abend. Der vierte Orkan in vier Wochen hat in Nordwesteuropa mindestens 64 Menschenleben gefordert und Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Und bereits für heute Abend befürchten die Meteorologen weitere schwere Stürme auch in der Bundesrepublik. Überall in Nordwesteuropa bot sich auch heute das gleiche Bild der Verwüstung. Legt euch vor, wir machen bitte weiter. Mit der nächsten Meldung. Zur Politik gehen wir da gleich nahtlos über, oder besser gesagt zu denen, die sie machen und hoffentlich auch verantworten. Und die hauen traditionsgemäß am Aschermittwoch, wenn der letzte Tusch der Narren verklungen ist, besonders kräftig auf die Pauke. Das gilt nicht zuletzt für die CSU. In Passau zog heute vor 8000 Zuhörern Bayerns Ministerpräsident Max Streibel ordentlich vom Leder. Er nahm sich vor allem die SPD und ihren höchstwahrscheinlichen Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine vor. Lafontaine, so Streibel, ist ein Gegner der deutschen Einheit, ein Wendehals, der immer wieder von politischen Äußerungen abrücke. Auch die Ost-SPD bekam ihr Fett ab. Sie gehe zunehmend Hand in Hand mit der SED-Nachfolgerin der PDS. Lafontaine las seinerseits in Siesburg, im Saarland, den Christdemokraten und Liberalen von Bonn die Leviten. Kein Kater am Aschermittwoch. Lafontaine strahlt zur Frage, ob die Spiegelmacher ihn ausgerechnet am Rosenmontag schon zum Karnevalskanzler schreiben wollten. Also wenn Sie unterstellen, dass Kollegen, die häufiger mit mir sprechen oder über mich berichten, mich irgendwo hinschreiben, dann muss ich Ihnen den Vorwurf machen, Sie filmen mich irgendwohin. Ich bedanke mich. Gelobt sei, was bekannt macht. Lafontaine ist auf Polarisierung aus. Er verdammt die seiner Meinung nach konzeptlose Deutschlandpolitik der Bundesregierung. Kohl wirft Lafontaine vor, er vernachlässige über der Deutschlandpolitik Europa. Und er geißelt den höchsten Rüstungsetat, den es je in Friedenszeiten in Deutschland gab. Die FDP verlegte ihren Aschermittwochstag heute erstmals in die DDR. Zurzeit spricht als Hauptredner Außenminister Genscher auf dem Marktplatz in Erfurt. Aschermittwoch und aufgestiegen aus der Asche auch das politische Bonn. Kabinettssitzung wie gewöhnlich am Mittwoch. Und heute gab es offenbar keinen Grund für die Regierungscrew, sich Asche aufs Haupt zu streuen. Ein Bericht von Matthias Fiedler. 500 Millionen D-Mark wird die Bundesregierung den Ländern und Kommunen zum Bau von Übergangsheimen für Aus- und Übersiedler bereitstellen. Damit sollen rund 70.000 Wohnheimplätze in der gebotenen Eile errichtet werden. Denn immer noch kommen mehr als 2.000 Übersiedler täglich aus der DDR in die Bundesrepublik. Ferner traf das Bundeskabinett eine Grundsatzentscheidung. Kein Baustopp für begonnene Regierungsbauten in Bonn. Geplante Bauvorhaben sind dagegen erst einmal auf Eis gelegt, solange die Hauptstadtfrage nicht schlüssig beantwortet ist. Der Deutsche Städtetag erwartet für dieses Jahr bis zu 2 Millionen Aus- und Übersiedler, davon allein 600.000 bis 700.000 DDR-Bürger. Weil sie alle eine Unterkunft brauchen, rechnet der Vizepräsident des Städtetages Herbert Schmalstich damit, dass immer mehr leerstehende Wohnungen beschlagnahmt werden. Eine Prämie für DDR-Bürger, die wieder zurückkehren wollen, lehnt Schmalstich ab. Eine solche Zahlung hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth vorgeschlagen. Politiker und Wirtschaftsexperten in der Bundesrepublik sind sich nicht einig darüber, wer die Kosten für die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten tragen soll. Bundesarbeitsminister Blüm, CDU, und das CDU-Vorstandsmitglied Graf Schwerin schließen höhere Abgaben nicht aus, zum Beispiel die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Gegensteuererhöhungen sind unter anderem Kanzleramtsminister Seiters, Hessens Ministerpräsident Wallmann, CDU, und auch die SPD-Finanzexpertin Ingrid Matthäus-Meyer. Das Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, Eckhard van Hoven, meint, der Staatshaushalt sei stark genug, um Straßen- und Schienenausbau oder die Kosten für das Telefonnetz zu übernehmen. Das Geld für die Soziallasten würde durch den zu erwartenden Aufschwung schnell wieder in die Kassen kommen. Der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Alfred Einwag, hat Bundespost und Bundesbahn scharf kritisiert. Grund: Seit einem Jahr registriert die Post die Telefonnummern und Verbindungen aller Benutzer des sogenannten ISDN-Netzes. Das sind vor allem große Firmen und Teilnehmer des Bildschirmtextdienstes BTX. Die Post sagt, sie brauche die Daten 3 bis 4 Monate für Abrechnungszwecke. Im Computer der Bundesbahn landen bislang die Daten von Kindern, die beim Schwarzfahren erwischt wurden, aber noch nicht strafmündig sind. Die Angaben werden nach Einwachserkenntnissen nicht gelöscht. Der abgewählte marxistische Präsident von Nicaragua, Daniel Ortega, hat eine Bedingung für die Machtübergabe an seine konservative Nachfolgerin Violeta Barrios de Chamorro gestellt. Er verlangt die Entwaffnung der rechten Kontrarebellen.
Auch die neu gewählte Präsidentin Chamorro fordert die Auflösung der Rebellenverbände. Die Contras wollen die Waffen jedoch erst niederlegen, wenn die neue Regierung an der Macht ist. Die US-Regierung hat jetzt Anklage gegen den Mineralölkonzern Exxon erhoben. Ein Tanker des Ölmultis, die Exxon Valdez, war im vergangenen Jahr auf ein Riff im Prinz William Sund gelaufen und hatte die Küste Alaskas auf mehr als 1000 Kilometer mit Öl verseucht. Bis heute wurden rund 36.000 tote Vögel geborgen. Wird der Konzern verurteilt, muss er möglicherweise 1,6 Millionen Dollar Geldstrafe und 700 Millionen Dollar Wiedergutmachung zahlen. Nach 5 vergeblichen Anläufen ist die amerikanische Raumfähre Atlantis heute Morgen mit 5 Astronauten an Bord vom US-Raumfahrtzentrum Cape Canaveral gestartet. Der Start war immer wieder verschoben worden, mal wegen schlechten Wetters, mal wegen eines Elektronikfehlers und einmal war der Kommandant erkältet. Die Atlantis soll einen militärischen Spionagesatelliten im All aussetzen. Orkan, der vierte in 4 Wochen über Nordwesteuropa, meine Damen und Herren. 64 Menschenleben hat er gefordert, Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Ich hatte den Beitrag vorhin angekündigt, jetzt ist er da und fertig. Der Beitrag zum Orkan über Europa. Die Hamburger kämpfen mit den Folgen der vierten Sturmflut innerhalb von 48 Stunden. Hier hatte die Elbe in der vergangenen Nacht den höchsten Wasserstand seit der großen Flut 1962 erreicht. Damals waren mehr als 300 Menschen ertrunken. Diesmal gab es keine größeren Schäden. Anders dagegen in Bayern. In Kempten stürzte die Stadtmauer ein und begrub 10 parkende Autos. In einem Wald bei Memmingen riss der Sturm auf 7 Hektar die Bäume aus dem Boden. In den Niederlanden meldeten die Provinzen Holland und Friesland Katastrophenalarm. Aber glücklicherweise hielten die Deiche. Ein norwegischer Frachter geriet vor der Küste in Seenot. In der Hafenstadt Rotterdam standen sämtliche Kais unter Wasser. Am schlimmsten ist immer noch die Westküste in Großbritannien betroffen. An der Nordküste von Wales stehen mehrere Ortschaften 2 Meter tief unter Wasser. 2000 Einwohner mussten evakuiert werden. Vermindert stark blies der Orkan auch heute über dem Norden Frankreichs. 10 Menschen kamen in den Sturmfluten in der Normandie ums Leben. Inzwischen hat das Unwetter auch die französische Mittelmeerküste erfasst. Und stürmisch, liebe Zuschauer, bleibt es in der ganzen Bundesrepublik. Schnee und Graupelschauer, Regen im Norden, richtiger Schnee dann im Süden bei Temperaturen, das Ganze zwischen 1 und 5 Grad. Die nächste Nachrichtensendung um 18.45 Uhr, dann auch mit Andrea Scherell und nach 19 Uhr dann auch für Sie der ganz ausführliche Wetterbericht. Bis dahin, tschüss.